Ja, und wieder herzlich willkommen zu Let's Play Sonic Airshop 4 Episode 2. Heute mit der Öl Desert Zone. Ich hoffe, die kleine FPS-Anzeige da oben stört euch nicht. Also. Und wie ihr seht, ich habe mittlerweile 58 Leben. Weil ich zocke einfach offline gerne. Das bockt einfach. Durch den Sand. Sturm. Sonic und Tails liegen da. Ziemlich gelangweilt. Und dann seht ihr immerhin wann und wie. Oh. Wenn ich springe beim Sandsturm, wäre ich nach vorne bewegt. Cool. Richtig gute Physik. Und dann seht ihr halt, ja, bei welchen Stellen mein FPS einbrechen. Hui. Oh, ich dachte schon wieder, ey. Oh, der Wind kann sogar Tails Fähigkeit, also Team. Tails Fähigkeit aufhalten. Okay, das war jetzt echt überflüssig. Bams. Ha. Ich brauche ihn hier für Chaos Emeralds, aber ich sammle nicht wirklich für euch ein oder ein Treibsatz. So viel eigentlich mal so schnell bewegt. Boah, Sonic gleitet hier richtig über so ein Dings. Warum springe ich eigentlich, ich Idiot? Also, ich bin es einfach nicht gewohnt zu warten bei Sonic. Das ist irgendwie im Hintergrund vom Robot. Wie die hinterher. Stier. Da kann man hinter. Macht doch nicht. Schade. Ich dachte, da wäre jetzt ein Secret. So wie die rote Dings. Ha, erwischen. Ich hoffe, jetzt wird auch alles wirklich aufgenommen. Die Turschuhe hat wir auch noch nicht so häufig im Let's Play. Immerhin kann ich jetzt wieder unlimitiert aufnehmen. Hoffe ich zumindest. So, wenn jetzt das Ende. Da ist unser Rundfunk. Ich hätte es lassen sollen. Ich hätte es wirklich lassen sollen. Aha. Da, 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 da. Hört der Wind schon auch mal wieder auf? Jetzt kommt er von der anderen Seite, genau. Voll logisch und so. Ich will oben lang. Ich will oben lang. Ich. Nein! Oh, Scheiße. Und ich krieg, was ich will. Hier ist bestimmt die rote Münze. Oder auch nicht. Und so, ne? Zwei Ringe noch. Ja. Ist das das Ende endlich vielleicht? Nein. Ja, sicher. Hier muss man verdammt aufpassen. Bei Tails? Verkackt. Hat. Ja, das schaue ich nicht mehr. Ah, statt dass er jetzt unendlich lange kann. Toll, jetzt brauche ich gar nicht mehr Chaos Emerald fragen. Do you speak German? Eine Stelle, bei der ich bestimmt häufig sterben werde. Geht doch. Noch so eine beschissene Stelle und hältst es weg. Komm mal her, ihr Kumpel. So, hier landen. Und gleich weiter. Warum zum Henker habe ich das getan? Für die rote Münze. Aha. Aber hey, da sind noch genug Ringe, als dass ich ein Chaos Emerald bekommen könnte. Beziehungsweise erstmal in die dritte Spezialstage komme. Nur gut genug anstellen. Und nicht so einen Fehler begehen.
Ich bin schon wieder tot. Oh Mann. Öl Desert Zone macht mich fertig. Oh Gott. Jetzt gehe ich erstmal auf die Fresse. Ach doch nicht. Jetzt habe ich schon einen TL-Sprung verschwendet. Weiß gar nicht, welche Limitation das eigentlich unterliegt. Ist das zeitlich begrenzt oder mehr an die Hüpfer von Tails? Alter, sind das irgendwie Kugeln, die da lang fliegen und mich verletzen können? Oder was ist das? Mann, rette dich doch! Oh. Ganz ehrlich, ne? Dann riecht mich diese Stelle auf. Oh, Tails wird erstmal verletzt. Klassisch Tails. Wow, ist auch schon wieder knapp. Nee, die können mich nicht verletzen, ist einfach ein Kind. Hallo, wie ist hier überhaupt lang? Oh, und hier ist jetzt das Ende. Das war so klar, ihr seid doch echt scheiße. Nee, Zeitbonus, nächsten Akt. Los, hinterher hier. Unterm Sand. Das hört sich gut an. Und die FPS geht ganz schön runter. Da ist der Rotary. Weht ihr? Okay, ich muss hier hoch. Kann ich aber irgendwie nicht. Na egal. Kümmern wir uns um die Stage. Das hat gerade so ein bisschen an die Ölzone. Wie auch immer. Boah, ist der groß. Die Ölzone aus Sonic 2 erinnert. Ich will da oben ran. Die war eigentlich auch ganz cool. Jetzt kann ich hoch genug springen, ey. Ich glaub's nicht. Da kann man lang. Egal. Ich brauch die Ringe. Tails hat immer noch ein Schild, den er gar nicht braucht. Hey. Diese Gegner sind scheiße, ganz ehrlich. Und ich will diese Gottverdammt. Nein, 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 das ist so schön bleiben. Die will ich genau. Helf mir hier mal kurz hochkommen. Danke. Und weiter geht's. Aber ganz ehrlich. Oh ne, nicht die schon wieder. Ey, so eine Teamtechnik, die hatten wir auch noch nicht. Die habe ich auch aus einem Trailer gesehen, glaube ich. Was muss ich jetzt machen? So. Dann Zeit drauf drücken. Boah. Die ist geil. Warum kommt die nicht früher vor? Ich kann schon wieder fliegen. Ja, wie soll man das auch wissen, ey? Ganz ehrlich, Leute, Mann. So, sorry für den Cut. Ja, doch, Cut. Weil da hatte ich gerade Besuch bekommen. Deswegen geht's jetzt hier halt weiter. Was soll ich die denn machen? Kann ich die? Ne? Ne? Aber wahrscheinlich muss ich da irgendwie hinfliegen. Okay. Jetzt geht's auf jeden Fall wieder weiter. Zwar wieder von Anfang an, das könnte vielleicht ein bisschen langweilig werden. Aber ich finde, solche Stages, Zonen wie diese hier, kann man doch ruhig öfters angucken. Doch so eine behinderte Drecksau. Geht doch. So,
jemals gegeben. Total blöde Homing Attack. So. Ich hab's auch noch getan, ey. So, jetzt gibt's hier erstmal Amba Zamba. 2000 Punkte. Danke. Kurz mal wieder 58 Ringe mehr. Das ist nice. Ich hab hier so einen Schiss, ey, lauf. Gut, hier waren wir eben. So irgendwie. Ich glaube, die Chaos Emeralds muss ich irgendwie nachholen. Ja, genau, das weiß ich auch alles. Also es ist wirklich fast nur möglich, Chaos Emerald zu suchen, wenn man die Stage schon kennt. Cooles Decken laufen. Ja, wenn man hier mal das ganze Öl ab... also holen würde, dann hätten wir kein Ölproblem mehr. Alter, die Maschinerie da im Hintergrund. Ist ja übel. Gott, tot. Und das Ende. Gut, auf in den dritten Akt. Da. Es ist wirklich fast unmöglich, einen Akt abzuschließen, ohne das Geld, ohne ein Leben zu bekommen. Rutschige Falle. Was zum? Oh nee, sowas gab's auch in Sonic 3. Oder nee, Sonic und Knuckles, ey. Der Sanddoku ist so. Oder war's doch schon Sonic 3? Alter, das wird ja immer schneller. Übertreib nicht. Also, das gab es wirklich schon in Sonic 3 und Knuckles. Sagen wir es einfach so, dann ist es auf jeden Fall richtig. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht, da mein Vater gerade grillt. Ich hoffe, das hört man wirklich nicht, weil das extrem laut ist. Ach, naja. Oh ne, nicht schon wieder. Jetzt bestimmt dreifach so schnell. Naja, geht. Warten. Oh Gott, ich muss das kaputt machen. Boah. Treibt man nicht. Boah, das war. Ja, genau. Oh, solche behinderten Stellen, die mag ich einfach nicht, ey. Wo es um Zeit geht. Zeit für Sonic ist ja voll unlogisch, ne? Und so. Und, aber. Ist einfach doof. Jetzt verreckt er auch noch. Geht doch. Meine Fresse, ey. Hoffentlich kommt das nicht normal. Ach ja. Das so das will ich haben. Hab dich. Da. Verpiss dich, du Arsch. Auch. Oh. Kann ich mich voll schwer bewegen auf diesem Ölzeug. Wie lange ist denn das Level noch? Sand. Oh, da fällt man ja gerade runter. Ach so. So ein Arsch ist das. Ja, sicher. Genau. Mach kaputt. Kommt doch nicht vorbei.
ist eben. Na, wo soll ich denn dann hin? Einfach durchspringen. Nee, das Teil umdrehen. Kombi. Den hole ich mir. So, jetzt gibt's hier aber wieder. Ba, 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 ba. 8900. Ja, hat noch gereicht. Mal jetzt mal ein bisschen noch vorsichtig hier. Ah, vorsichtig. Nein! Nein! War weg. Das könnt ihr alle knicken. Ich bin mit dir jetzt. Tja. Da hätte ich jetzt die rote einsammeln können. Und ich habe mich fürs Falsche entschieden. Jetzt kommt das Ende. Es ist doch so behindert. Naja, gut, schnell noch den Endgegner hinterher. Ich hoffe, das schaffe ich noch, bevor mein Vater fertig ist mit Grillen. Ja, gut. Ja, das müsste vielleicht noch klappen. Wenn nicht, gibt's halt noch einen Cut, der Schrottgigant. Oh ne, nicht sowas wie bei Sonic und 3, Sonic 3 und Knuckles. Oder so ein scheiß Golem rauskommt. Darf ich hier lang? Ich sehe es mal als ja. Sollte ich sogar. Sind wir in der Maschinerie drin? Cool. Hä? Achso. Was kommt jetzt? Eggman. Ach, wieder die normale Eggman-Musik wird mir verdorben. Ah, geh weg. Ach, benutzt Magnet. Transforming. Wie ist das Level, Spiel hier noch eigentlich? Boah. Da leckt das Spiel. Ist das Spiel hier eigentlich danach zu Ende? Glaube ich eher nicht. Boah. Warum kriege ich nicht so einen Roboter? Achso. Zeig mir an, wo die Kisten wann runterfallen. Okay. Ah. Kann ich benutzen? Atomic Attack. Wie viele kommen da noch? Treibt man nicht. Zack, eine Verfresse. Es geht immer höher. Ah, den Treffer stecke ich hier ein. Ja, doch hier. Da 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 da. So nicht, Freundchen. Komm, zeig deine hässliche Fratze. War das da unten? Oh Gott. Das ist wirklich schon eingesehen. Oh, warum? Warum nicht? Ich weiß nicht wie. Ach so, nur ein Block. Okay. Ich dachte, ich komme da noch durch. Das will ich nicht. Also die haben sich für die Bosse echt was einfallen lassen. Oh, bin ich denn gerade hingesprungen? Fisch. Es wird heller. Heißt das, wir nähern uns dem Finale? Na, Eggy, geht der Roboter nicht langsam die Puste aus, sag mal. Ha? Warum scrollt das Bild nicht weiter? Spielen wir jetzt Tetris? Was macht der? So, noch. Okay. Und den Rolling. Cool. Oh. Weißt du nicht? Der Wang gezeigt. Cool. Hä? Hab ich jetzt was nicht verstanden? Achso, jetzt. Jetzt muss ich schnell machen. Ah, verdammt.
Auch das. Oh, macht's euch nicht falsche Richtung. Komm, 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 komm. Ja. Und finale Hit. Geht down. Ich dachte schon. So, lass mich raus hier. Perfekt. Und wieder diese Animation. Naja, so toll finde ich. Also Sonics gefällt mir Tails nicht so. Ringbonus 0. So, was passiert jetzt? Na, jetzt sind ja keine Zonen mehr da, die man auswählen könnte. Speichervorgang. Bossakt, ja. Oh. Oho. Sky Fortress? Ist das etwa... Nee, ne? Ist das Sky Chase? Wäre ja voll geil. Also Leute, im nächsten Part dann so etwas vielleicht ähnliches wie Sky Chase. Mal sehen. Also Sky Chase, bekannt aus Sonic 2 und Sonic Adventure. Wir sehen uns dann. Also, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis dann.